Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit den mächtigen Tiermenschen und mit Taurox, dem Messingbullen und allen anderen legendären Chaos-Schrecken der Beastmans. Wir beenden mal die Runde und gucken mal, was wir nächste Runde treiben. Er nimmt fleißig alles ein. Der wilde Schlag, jawohl. Ein Angriffsbonus für alle Armeen fraktionsweit. Das ist natürlich nett. Wir beginnen direkt die Runde mit Taurox. Du bist Stufe 29 geworden. Hast du noch was Schönes? Den Wundenschläger. Und wirst dann hier alles an Ardengaros machen. Und damit dürfte dann die nächste Fraktion vernichtet sein, oder? Ja, so ist es. Sehr schön. Mehr wollten wir doch gar nicht. Du gehst weiter in Plünderstellung und kommst dann Richtung Süden. Denn wir werden uns in dieser Session auf jeden Fall werden wir uns auf jeden Fall noch den Armee blockieren, bitte. Den Echsenmenschen widmen. Khazra kommen wir gleich zu. Du gehst bitte in Überfallstellung und kommst hinunter, so schnell wie es geht. Und Khazra. Der Schamane Stufe 20 geworden. Sehr schön. Du wirst natürlich die Burg Baston. Oh, sieh mal einer an. Erstmal belagern. 8 Runden. Bei 5 Runden oder 6 Runden gibt es ja den Verschleiß. Ne, in 2 Runden sogar. Blitzschlag hilft uns hier nicht, ne? Nö. Okay. Du wirst ja erstmal belagern. Das sollte kein Problem sein. Das Ritual wollen wir jetzt noch nicht ausführen. Ich finde das sehr nett, dass der Dunkelelf hier sich, ja, sich breit macht. Wir werden Heldenkommandanten Malagor das dunkle Omen beschwören. Ja. Habe ich mir nämlich Gedanken dazu gemacht. Ich hätte gerne dazu den Häuptlingen und danach den Sturmbullen und den Schamanen, wie es sich gehört. Wir haben eine Konföderation. Richtig. Und der ist auch nicht da. Richtig, richtig, der ist nicht da. Und Malagor werden wir als Unterstützung für Khazra, den Einäugigen, nämlich dazu holen. Kommandanten rekrutieren, da ist er, der Krähenvater. Und den dürfen wir doch hier, meine ich, jetzt einfach rekrutieren, oder? Tatsache, dürfen wir. Wir sehen schon, der hat ein paar nette Gebäude gebaut. Das sieht ganz gut aus. Da könnten wir auch gucken, wenn wir einen Helden rekrutieren. Dürfen wir gar nicht gerade aktuell, ne? Was wir machen könnten, wäre hier über Khazra, dass wir hier den Helden rekrutieren, den Häuptling. Ja, cool. Stratege, Taktiker. Nee, dann nehmen wir die Raserei, nehmen wir mit, ne? Der kommt nämlich jetzt schon mit Stufe 11. Das klingt doch interessant. Truppen auffüllen. Du wirst bitte Vorreiter. Du nimmst bitte deine Buffs mit und die tödliche Klinge. Jawohl. Und darfst dich gleich dieser Armee hier anschließen. Und du darfst schon mal anfangen zu plündern. Sehr schön. Escape macht einen Hinterhalt. Okay.
So, und jetzt ist es eigentlich wichtig und entscheidend, dass wir die bestialische Tendenz hier mitnehmen. Wir haben einen normalen Vollmond, das ist soweit okay. Ich hätte gerne einmal den Häuptling. Du kommst bitte einmal in die Armee. Und dann müssen wir mal gucken, wenn wir dich und dich zusammenpacken, verlieren wir hier irgendetwas? Wir verlieren nichts, einfach weil wir mehr Punkte kriegen, oder? Ich meine, Belagerung fortsetzen. Durch die Zerstörung durch Rituale der Verderbnis 10%. Zerstörung durch Rituale der Verderbnis 10%. Das sind ja hier, ne? So ein Blutgrund, so ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür gilt oder erst, wenn wir das Ritual ausführen. Das würde ich gerne herausfinden. Also wir würden 8 Punkte kriegen. Das heißt, wir wären bei 124. Wir werden das jetzt einfach machen. Wir werden hier mal eben reinmarschieren. So, es würde 8 Punkte geben. Magieresistenz der Einheit ist super. Persönliches Arrangement. Und die Fraktion wurde vernichtet. Und wir haben 124 Punkte, nicht Prozent. Das heißt also mit anderen Worten, das ist nur fürs Ritual. Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus. Du nimmst bitte die Gore-Herden. Ansonsten sieht das bei dir super aus. Du schlägst bitte auch dein Lager auf und wirst erstmal deine Gebäude hier verbessern, weil wir haben auch so viel Geld, dass das dir ganz gut tut. Du nimmst doch bitte erst das hier mit und danach nimmst du bitte, ich weiß gar nicht, das hier mit und dann, weil wir das Geld haben, das hier mit. Ja. Eieieiei. So. Kommandanten und Helden, Sturmbulle. Er soll es sein. Den Sturmbullen dürftest du, meine ich, Helden rekrutieren. Doch darf er rekrutieren. Entschlossen ist nett, stark oder aggressiv. Wir nehmen stark mit. Kampf, Training, Schutz, ausgewachsene Hauer, Haut, Steinhaut, tödliche Klinge, Urinstinkte. Und dann fehlt uns noch der Schamane. Du nimmst bitte vernichtender Angriff mit, denn Taurox wird jetzt weiter Richtung Süden ziehen und wird hier schon mal weiter plündern. Und da haben wir schon Master Mundi, oder wer bist du? Es ist Lord Krog. Ja, der legendäre Slan ist mit am Start, okay. Der wird, der ist böse. Der ist einfach nur böse. Finde ich jetzt nicht allzu klasse. Wir haben doch gerade die bestialische Tendenz, ne? Aber wir brauchen, glaube ich, Bewegungsgeschwindigkeit für den Stab, oder? Nee, wir dürften uns sogar teleportieren. Die Rüstung zugewiesene Einheit. Es wird wahrscheinlich Verstärkung erwartet, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Ja, eine Mission, die ich so jetzt persönlich gar nicht kenne. Sehr, sehr cool und sehr interessant. So, wir bleiben bei der Chaosbrut. Wir werden hier auf jeden Fall die Flanken ein bisschen stärken. Ihr seid dann bitte mal eine 1. Ihr bleibt auch hier hinten stehen. Der Schamane mal außen vor. Gefecht starten. So, kommt er oder kommt er nicht? Ja. Die Feenkönigin sendet ihre Champions, um euch zu erlegen. Ja, dann soll sie doch mal kommen.
So, er kommt mit Waldreitern. Die können uns natürlich relativ gut kiten. Das ist ein bisschen unangenehm, haben wir keine Chance gegen. Deswegen das Beste, was wir machen könnten, ist einfach brutal in den Nahkampf reingehen und die Einheiten verfluchen, dass sie weniger Genauigkeit haben und weniger Reichweite. Zack, da ist der Fluch. Oh, schaut mal, schön einiges an Munition verloren. Der Sturmbulle, er ist hier schon wieder in Rage und läuft einfach geradeaus. Der will's wissen. So, dann, das ist unser Buff, ne? Vom Mond berührt, fügt beim Ablauf schwerwiegenden Schaden zu. Das ist das, womit wir uns immer selbst töten, ne? Nimm es bitte einmal die Schadensresistenz mit. Sollen sie dich alle auf dich fokussieren? Kannst du ja direkt den Heiltrank auch mitnehmen. So, und weil es so schön ist, schicken wir alle Einheiten direkt rein. Ihr direkt hinterher. Und dann schauen wir mal, wie das hier endet. Ja, das ist natürlich hier schon ein bisschen tödlich mit Schild. Aber auch das sollten wir schaffen. Die Druiden sind genauso hässlich. Da müssen wir mal eben kurz auf die Zeitlupe wechseln, weil sonst geht das hier ein bisschen in die Hose. Weil hier sind jetzt mehrere Minotauren im Kampf gebunden, was nicht hätte sein sollen. Und dann gucken wir mal. Aber so sieht es ja ganz, ganz gut aus. Du kümmerst dich bitte um den Helden genauso wie du. Den können wir auch direkt einmal schwächen. Weil es so schön ist, kommst du hinterher und buffst mal eben kurz den Kommandanten. Und der Rest kann ja meinetwegen... Ja, zauberst da noch einen schön rein. Und der Rest läuft ja schon drauf, ne? Ja. Okay. So kann es einigermaßen weitergehen. Die Chaosbrut sollte sehr, sehr gut gegen die Dryaden durchkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Dryaden sind zwar Zuschläger, die hauen auch gut rein, aber die halten ja auch nicht ewig stand. Ja, wir kriegen Schaden. Der Bulle kriegt auch ordentlich Schaden. Da zieht sich schon die erste Einheit zurück. Dann bitte die Chaosbrut hier rüber, ihr bitte darüber. Ihr dürft hier einmal rüber. Die ziehen sich aus zurück. Herrlich. Darüber. Und den Fluch bitte drauf. Der Kommandant ist hier schon RIP. Schickt ihr mal bitte da rein. Und ihr verfolgt bitte die Tiefenwaldkundschafter. Ich meine, sie schießen halt, ne? Das ist das, was sie können. Das ist das, wofür sie ausgebildet worden sind. Aber die Minotauren sollten schnell genug sein, um den Gegner quasi gesehen zu überrennen. Und da hier eh schon alles zerstört ist und am Wanken ist, es wäre halt cool, wenn ihr die Befehle verfolgt, die ich euch gebe. Weil sonst verlieren wir hier am Ende sonst wirklich noch Truppen. Eine Chaosbrut ist auf jeden Fall Geschichte. Dann werden wir mal eben euch mit dazu holen. Aber ich denke mal, dass das passt. Und verlassen wir uns einfach hier auf euch. Dass er die hier nämlich wegplättet. Und euch holen wir mit auf die andere Seite. Und dann ist es das gewesen. Jawohl. Und die Chaosbrut lebt noch, hoffe ich mal. Eine Chaosbrut lebt. Sie ist halt unerschütterlich. Es ist halt schön. Die kämpft bis zum Ende. Na, ah, und wir haben sie auch wirklich nicht verloren. Das finde ich herrlich. Wir haben ordentlich Geld bekommen, Einheitenverstärkung, kriegen Erfahrungspunkte. Chance auf magischen Gegenstand. Ja, das ist schön. Aufgabe abgeschlossen. Wir kriegen den Stab. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann darfst du in Plünderstellung auch weiter runter, damit du deinen bestialischen Zorn nicht verlierst.
Tugend der Wut. Ja, hast sogar noch einen Punkt. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Abstraktion des Chess mit. Ist immer schwer auszusprechen, ne? Hier ist natürlich die Frage, nehmen wir, gilt das auch, der Bonus? Ne, nur für Minotauren, ne? Naja. Du nimmst bitte dann die Rüstung mit. Du nimmst bitte Truppen auffüllen mit. Und du, mein Lieber, nimmst dann schon mal die Erdung mit. Das sollte passen. Ja, da müssen wir uns was überlegen für seine Armee, ne? So. Jetzt haben wir hier natürlich Hexo. Die gefallenen Tore lassen wir erstmal in Ruhe. Weil ich würde mir gerne einen Überblick darüber verschaffen, wo hier was steht. Er hat auf jeden Fall Charaktere hier. Er hat irgendwo Militärpräsenz hier. Und wir wollen ja hier unseren Herdenstein basteln. Und da er so und so noch ein paar Level braucht, glaube ich, wird er die gefallenen Tore angreifen. Khazarak. Khazarak, Khazarak, Khazarak. Was machen wir denn mit dir jetzt als nächstes? Wir könnten ja locker noch ein paar Punkte mitgehen lassen. Lass mal bitte eben gucken, wenn wir hier oben den Stein hinlegen, bringt uns das weniger. Wenn wir den hier hinstellen, nein. Wir müssten ihn hier hinstellen, damit wir die 12 Punkte aus Koron mitnehmen können. Ne? Es lohnt sich aber gar nicht so. Das hier lohnt sich eher, wenn wir den Stein hier oben reinsetzen, nach Grossel. Ja, Grossel wäre hier auf jeden Fall attraktiver. Altdorf wäre natürlich auch eine Sache für sich. Aber da werden wir erstmal in Ruhe schauen. Und zwar, du wirst gar nichts machen. Ihr hattet eure Bewegung schon die Runde, richtig? Der Sturmbulle kann dann gleich noch hinein und du bist am Bauen. Okay. Taurox mag dich nicht. Hast du gehört? Dann mögen wir dich auch nicht. Die Schädelquetscher, da die noch leben, ne? Finde ich immer spannend. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Schön, dass du den Perk auch wieder kriegst. So, Taurox, mein Lieber, du wirst bitte, du darfst sogar angreifen. Dann komm doch erstmal rüber. Und wie ich es mir schon gedacht habe, da steht eine Armee drin. Er hat Gehörnte dabei, aber ohne Speere. Die sind nur sehr gut gegen Infanterie. Er hat mit Kristall der Wiederbelebung dabei, einen Stegadon dabei. Das sollte aber kein Problem sein. Deswegen werden wir ihnen den Krieg erklären. Und wir sollten hier ohne große Probleme durchkommen. Einfach weil die Armee ideal ist eigentlich für die Echsenmenschen. Und werden hier den nächsten Herdenstein errichten. Waffenstärke 10%, das ist nett. Du bekommst bitte den Wundenschläger und dann werden wir hier einmal natürlich wieder die Sicht mitnehmen und wiederum dann einmal das ist halt jetzt die Frage, ich finde die Belagerungstürme, dass der Buff eigentlich am stärksten ist, wenn wir den mitnehmen. Master Mundi ist nämlich im Krieg, wir müssen mal gucken. Er ist wirklich nur im Krieg mit den Hochelfen, wenn ich das richtig sehe. Wir sehen jetzt gerade, was wir hier alles einnehmen können. Das sind natürlich lecker, lecker Punkte. Das wird nur einmalig funktionieren, weil wir keine andere Fraktion haben, die hier das wieder einnimmt. Also es ist jetzt nicht so ideal wie drüben bei Khazarak, dem Vernichter. Aber es lohnt sich. So, Morgur, du wirst bitte... Ja, wir haben zwar das Geld, ich weiß nicht, ob wir dich fertig machen sollten, aber du wirst bitte einfach mal nach unten laufen und dann wirst du die gefallenen Tore dir holen. Bis dahin sollte die Armee wieder fit sein.
Dann gehen wir mal eben kurz zu Khazarak rüber. Der Khazarak, der hat nämlich auch ein bisschen Verluste erlitten. Den werden wir mal eben kurz nach Bordeaux schicken, weil er hier einfach eine wahnsinnig hohe Verlustverstärkungsrate hat. Wir werden hier dann, wie wir es schon angekündigt haben, den Schamanen mit dazu holen. Das hätten wir schon letzte Runde tun können. Der Schamane wird auch wieder ein Wildheitsschamane sein. Und der Schamane wird wissend sein. Das heißt, Instinkte wecken, Bestiensturm, Aufbegehren, Ausweichen und die anderen schönen Zauber werden wir hier mitnehmen. Damit er natürlich jetzt nicht alleine ist, kommst du erstmal in Plünderstellung daneben und darfst dich dann in Ruhe komplett ausbauen, damit wir dann auch mit dir vielleicht diese Runde dann schon, wir müssen mal gucken, was er denn alles hat, eine Armee aufstellen. Malagor, das dunkle Omen. Hast du schon Rüstung oder irgendwie was? Du hast keine Rüstung. Ah, das ist eine Waffe. Aber ich glaube, der ist eh kein großer Nahkämpfer dessen. Lass mich nicht lügen, der ist ein schöner Fernkämpfer ist er, ne? Chaos-Korruption, Chaos-Korruption. Wir hatten noch den Sturmbullen. Nee, nicht du, sondern dich. Genau. Haben wir aber nichts mehr. Dann kommst du auch schon mal in die Armee für den Kampftraining. Was ist denn deine Stärke, mein Lieber? Bewegungsreichweite bei 50%, also plus 50% Nutzung der Bestienvater, ja. Feindliche Verlustverstärkungsrate. Attribut Angst für Harpien. Oh je. Der hat auf jeden Fall schon ein bisschen Schlachten geschlagen. Das Zeichen der Boshaftigkeit. Mhm. Rang bei Rekrutierung für Schamanen. Unheilige Macht. Der Krähenvater. Kapazität der Einheit für Harpien. Ach du Jemine. Öffentliche Ordnung versucht entsetzen. Der ist auf jeden Fall ein sehr starker Magier, wenn ich das richtig sehe. Der Mantel der Krähen. Stark gegen 120 Mann-Einheiten oder mehr fügt Schaden zu. Eieieiei. Er hat natürlich wieder Offensive, Defensive. Waffenstärke. Der geht anscheinend auf die Bestien gerne. Mit der Manticore. Ja. Der ist halt ein dunkler Zauberer. Mhm. Er hat lebensentziehend. Selbstständig, wenn er zaubert. Verbesserte Nachladerate. Mehr Geschwindigkeit. Kosten der Winde der Magie minus 20%. Uff. Das ist natürlich eine Menge. Es ist natürlich eine Menge. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal vom Blut getrieben. Da müssen wir in Ruhe gucken, was wir ihm geben. Er mag auf jeden Fall die wilde Manticore und die Harpien, genauso wie alle anderen Bestien, die man so mit in die Armee nehmen kann. Wir müssen mal eben gucken, ob wir hier lokal irgendetwas Nettes haben, was wir ihm geben könnten. Weil mehr habe ich jetzt auch gar nicht gesehen, außer dass er die Harpien halt mag, ne? Er ist ein sehr, sehr starker Zauberer. Ja gut, der Schmaus der Krähen, die ganzen passiven und offensiven Buffs. Was ein starker Zauberer. Verzeihung. Gorgor, Grindalak, Riese, Chaosbrut, Gnago, Herde, Chaos, Hunde, Harpien, Zygor, Manticore. Okay. Gnago, Herden, Chaos, Hunde, Harpien. Ja. Ich glaube, das wird dann so ein Held sein, wo wir mit ganz vielen Monstern kämpfen werden. Zumindest scheint es mir so. Du holst dir bitte schon mal zwei Harpien und eine wilde Manticore. Er braucht natürlich auch Standardeinheiten, so ist es nicht. Wir werden dir vier Chaosbruteinheiten schon mal mitgeben. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Gnagor-Herden
Oder Ungua. Monsterchen wir dir dann dazugeben. Sehr schön. Dir den Krieg erklären. Dauert uns noch 6 Runden.